Familienausflug auf den Weihnachtsmarkt. Bratwurst, Süßigkeiten, Bälle werfen und leckeren Kinderpunsch trinken. Das steht an diesem vorweihnachtlichen Nachmittag auf der Agenda von Prinzessin Beatrice und ihren Liebsten. Gemeinsam mit Ehemann Edu, dessen Sohn Wolfie und natürlich Baby Sienna schlendert die Queen-Enkelin von Bude zu Bude. Royale Etikette, Fehlanzeige, mit Boots, Parka und warmer Mütze trotzt Beatrice den eisigen Temperaturen im Vereinigten Königreich. Ohne großen Aufriss, ohne viel Tamtam. Ihr schönstes Accessoire ist dabei natürlich der schicke Kinderwagen, in dem ihre Neugeborene schlummert. Bislang gibt es noch keine offiziellen Fotos der kleinen Sienna. Auch bei dem Ausflug bekommen wir ihr Gesicht nicht zu sehen, liegt die Kleine doch warm eingepackt in der stylischen Babykutsche, die es für umgerechnet knapp 1200 Euro zu kaufen gibt. Dafür können wir teilhaben an dem ganz normalen Familienleben, das Beatrice und Edo abseits der Palastmauern zu führen versuchen. Und das scheint ihnen offenbar bestens zu gelingen. Nur schade, dass Baby Sienna die vorweihnachtliche Stimmung um sich herum zu verschlafen scheint. Wobei, bei dem kleinen Tütchen gebrannte Mandeln, das hier auf dem Kinderwagen liegt, dürfte ihr der typische Weihnachtsmarktduft schon in die Nase steigen.